Theosologie, meine Reflexionen dazu. Bevor ich die verschiedenen Interviews in einem Online-Kongress zur Theosologie gesehen habe, hatte ich noch keine Ahnung von den beiden Atemtypen, obwohl ich Yoga praktiziere seit zig Jahren, obwohl ich bewusste Atmung zelebriere. Aber all das, was ich hier erfahren habe, war völlig neu und es hat mich sehr gefreut, dass Katrin Raabe mit mir dieses Gespräch geführt hat. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast. Wenn nicht, ich verlinke es unterhalb von diesem Video. Für mich waren diese neuen Einsichten wirklich eine Offenbarung. Und ich glaube, es liegt nicht nur daran, dass ich sehr viel Bestätigung erfahren habe, denn interessanterweise lebe ich schon sehr vieles, was mir hier empfohlen wurde, aber von nun an werde ich es bewusst leben, dass es zwei Atemtypen gibt, den solaren Ausatmer und den lunaren Einatmer, so wie wir ja in einer generell polaren Welt leben und die beiden Pole einander ergänzen. Und was aber wichtig ist, darüber zu wissen. Für mich ist es unendlich spannend, das zu erfahren, denn mir ist immer schon aufgefallen, dass ich meine Atempause in der Ausatmung habe. Also überleg mal, wie das bei dir ist, ob du, wenn du zum Beispiel dich sehr konzentrierst und eine Atempause einlegst, das tun wir üblicherweise, wenn wir sehr konzentriert sind, ob du in der eingeatmeten Phase die Pause machst oder in der ausgeatmeten Phase. Das war bei mir immer in der ausgeatmeten Phase, sodass ich dann irgendwann einmal nach Luft geschnappt habe, weil meine Sauerstoffrezeptoren offensichtlich Alarm geschlagen haben. Und ja, nun habe ich erfahren, dass ich ein solarer Ausatmer bin und das passt sehr, sehr gut dazu und passt zu vielem, was ich ohnehin schon lebe und umsetze in meinem Leben. Aber es gab durchaus auch korrigierende Hinweise, die mir sehr, sehr wertvoll sind. Was mich vor allem fasziniert hat, war die Beschreibung der idealen Ernährung. Das heißt ja nicht, dass wir nichts mehr essen dürfen und genießen dürfen, was zum anderen Typ gehört. Aber wir sollten uns eher unserem Typ gerecht ernähren. Und interessanterweise ist das etwas, was mir schon im Blut liegt, so könnte man sagen. Das heißt, sehr vieles von dem, was ich hier empfohlen bekommen habe, schmeckt mir auch besser, mag ich auch gern. Aber es gibt durchaus Dinge, die ich auch gegessen habe, vor allem weil ich gedacht habe, es sei gesund. Ich habe ja, wie wahrscheinlich die meisten von uns, schon die eine oder andere Diät oder Essensempfehlung befolgt und umgesetzt. Und ich habe lustigerweise im ersten Corona-Jahr, wo alle anderen zugenommen haben, wirklich 9 Kilo abgenommen, weil ich diese 16:8 Diät praktiziert habe. Also ich habe lange Pausen ohne Essen eingehalten. Das hat funktioniert, vor allem weil ich gesehen habe, wie ich wirklich abgenommen habe. Aber heute weiß ich, dass das eigentlich nicht meinem Typ entspricht, weil ich eher mehrere kleinere Mahlzeiten essen sollte. Und das mache ich jetzt sehr, sehr bewusst. Also das war nur ein Beispiel davon, wie ich zum Teil durch Empfehlungen fehlgeleitet wurde. Zum Beispiel auch Low Carb ist also nicht unbedingt für uns geeignet. Auch damit habe ich schon mal eine Zeit lang experimentiert und ja, mit vielen anderen. Natürlich habe ich das Buch Weizenwampe und Dumm wie Brot auch gelesen. Die beiden Bücher, die eine Zeit lang sehr modern waren, und habe dann also wirklich jedes Mal, wenn ich Weißbrot gegessen habe, ein schlechtes Gewissen gehabt, was ohnehin nicht sinnvoll ist. Aber nun weiß ich, dass Weizen für mich, solaren Ausatmer, gar nicht so schädlich ist, ganz im Gegenteil. Also ich denke, was mich hier wirklich sehr, sehr angesprochen hat, ist, dass es keine allgemeingültige Regel für alle gibt. Das war schon immer meine Devise. Es gibt eine einzige allgemeingültige Regel, nämlich dass es keine allgemeingültigen Regeln gibt. Das habe ich immer schon gesagt. Aber nun habe ich noch Bestätigung bekommen.
Also wenn du die Terlosologie noch nicht kennst, wenn du noch nie etwas davon gehört hast, was gar nicht so unwahrscheinlich ist, dann sieh dir wirklich mein Gespräch mit Katrin an. Es wird noch ein weiteres geben zum Thema Terlosologie und Kommunikation. Auf das bin ich auch schon sehr, sehr gespannt. Öffne dich einfach für eine völlig neue Sichtweise, einen neuen Erfahrungsraum. Für mich war er sehr, sehr wertvoll. Ich möchte es keineswegs missen und ja, ich freue mich, wenn ich auch dich dazu inspirieren darf, deinen Horizont ein bisschen zu erweitern.